Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobbyschmied. Und heute geht's um meinen Schlagstempel. Wie ihr sehen könnt, ist der nicht mehr allzu lang. Der ist mir abgebrochen. Der war schon ein Stück länger, damit ich ihn mit der Hand halten konnte. Naja, gut, jetzt ist er schon ein paar Jahre alt und in die Jahre gekommen. Und vermutlich habe ich den auch nicht sauber angelassen, dass hier irgendwann Spannungsrisse entstanden sind und dann ist der abgebrochen. Außerdem hat sich mein Logo minimal verändert und deswegen möchte ich jetzt langsam einen neuen Schlagstempel herstellen. Ich benutze dafür immer noch meine Autofeder. Ich habe immer noch eine ganze Menge davon übrig und ich kann euch auch sagen, warum die Autofeder eigentlich eine gute Wahl ist, um daraus einen Schlagstempel zu machen. Normaler Baustahl hat ungefähr eine Zugfestigkeit von 500 Newton pro Millimeter. Federstahl hingegen kann bis zu 1600 Newton pro Millimeter aushalten. Also ist Federstahl grundsätzlich schon mal bis zu dreimal härter als normaler Baustahl. Jetzt werden die Spezialisten unter euch sagen, ah, aber du schlägst natürlich auf sehr warme Sachen damit ein, dann könnte die Härte verloren gehen, wenn der Stempel warm wird. Ja, das stimmt. Warmarbeitstahl wäre mit Sicherheit hier die bessere Wahl. Allerdings habe ich noch viel Autofeder und der Stempel ist nicht sehr kompliziert herzustellen. Es geht relativ schnell. Und im Zweifel, selbst wenn er mal stumpf werden würde oder etwas die Form verlieren würde, weil er weich werden würde, lässt er sich natürlich relativ schnell mit einer Schlüsselfeile wieder zurechtfeilen und wieder neu härten. Allerdings habe ich den jetzt 2 Jahre lang benutzt und der sieht immer noch aus wie am ersten Tag. Also hat dem das bisschen Erwärmen nicht wehgetan. Vor allem halte ich den Stempel ja wirklich nicht sehr lange auf mein Schmiedestück auf. So, ich würde sagen, ich fange jetzt an zu arbeiten. Ihr könnt mir wie gewohnt über die Schulter schauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. So close, yo, I can almost touch it. Easy does it. Roll the Dutchess, covered in lean like they crutches. Must be hot, yo, cause they don't wanna love us. I must be hot, cause they just wanna fuck us. Cause a ruckus like the South Side. Make a deal with the father while the kids are playing outside. At least he stuck around and it's around about time. I paint a picture but you only get the outline. So when do we soar through the heavens? So many millenniums spent, millennials looking for martyr to many event. How many pennies we spent? How many men did we dead? How many kids did we fed? How many feds did we end? How many beds did we share? Share with how many friends? How do I get to the top? How do I get to the top? And how do I know that I got it by flipping it different or not? How do I live in a box? How do I live in a box? How do I live in a box? How do I get out? Once that I get out, why do I run from the cops? Witness the difference in thought, interesting looking up rock. I'd rather listen to Pac than listen to God. Listen to Nas, try to just live in a box. So many hands in the pot, so many scans in the plot. So many cans in the cannibal, flammable cannabis knot. What can I have? What do you got? What do you got? Summer, 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 summer. Yeah, we didn't know, we didn't know, yeah. We didn't know we're getting nowhere. Summer, 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 summer. No one, no one, no one, no one, no. We didn't know we're getting nowhere. I said we didn't know we're getting nowhere. Is you woke at your wake? Is you broke? That's your fate. Know your scope, know your place. Blow your smoke in their face. Slow your roll, know your pace in your race. Hold the phone, drop the bass. Confiscate amphetamines to make you concentrate. Contemplate what they telling us when they nominate Trump. Used to be a synonym for dominate. Now it's synonymous with wanna hate. Watch them exonerate, accommodate the next Watergate. I'm not a slave, not a slip. How do I know what I am through how I am taught to behave? How do I live in a grave? How do I live in a grave? How do I live in a grave? How do I get out once that I get out? How do I get through the maze? How do I change inside of my veins? Inside of my mind if I'm blind to the game? Inside of a frame, inside of a frame, inside of a right to just fight for the same. Inside of my brain, inside of a flame, in spite of a life that makes light of the pain. Inside of the rain, inside of my lane. I try to recite but I might just refrain. I might just complain. I might just be calling codeine and cocaine. I might just tell mommy I'm blowing up like I'm propane. From taking all over these shots with no aim. Know what I mean? From taking all over these spots with no fame. Know what I mean? Long live the king, forever may he reign. Summer, 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 summer. Summer, 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 summer. Yeah, we didn't know, we didn't know, yeah. I said we didn't know, we didn't know, yeah. So much, so much, so much, so much, so. No one, no one, no one, no one, no one, no. Yeah, we didn't know, we didn't know, yeah. We didn't know, we didn't know, yeah. Summer, 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 summer. We didn't know we're getting nowhere. We didn't know we're getting nowhere. Summer, 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 summer. No
We didn't know we're getting nowhere. I said we didn't know we're getting nowhere. God damn. Yeah. 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 Say I got you now. Huh. Yeah. Never sweat a bitch, I got two now. Don't cop a two now. I'm acting rude now, tryna get my mood out. When the kitchen gonna get this food out? So I can get you home and pull your boobs out and shoot out. I'm getting crude now, I'm getting lewd now. First rack, act like I'm getting loot now. I'm so high. I'm so high that when I talk to y'all, I gotta stoop down. Yo, what's the scoop now? What goes around comes around. Roses smell like poop now, and that's for you clowns. You can't do the walk of shame in new shoes now, huh? I hear that barefoot is cool now, and there's some ice for your cool down. Ooh, everywhere I go, all I ever see is bitches, bitches. Some of them are women, yo, but all of them are twisted. Ooh, everywhere I go, all I ever see is bitches, bitches. Some of them are sick, yo, but none of them are with it. Yeah, where's this coming from? Ich bin super zufrieden mit dem Schlagstempel, der hat endlich wieder die richtige Länge und er sieht auch echt gut aus, nur ich muss gestehen, ich glaube, ich sollte mir langsam eine Lupe besorgen, denn mein Augenlicht reicht wohl nicht mehr so aus, um diese kleinen, feinen Sachen ordentlich zu sehen, beziehungsweise ich denke, dass eine Lupe mir helfen könnte, um die Sachen noch ein bisschen feiner auszuarbeiten und ich sollte mir mal einen anständigen Satz Schlüsselfeilen besorgen, denn die ich habe, die sind glaube ich nicht super präzise hergestellt oder bearbeitet worden. Fangfrage, ist jemandem von euch aufgefallen, dass ich mein Logo richtig rumgedruckt habe und hier dann mit Holzleim aufgeklebt habe, weil ich keinen Sekundenkleber gefunden habe und sich das Logo irgendwann gelöst hat? Also das nächste Mal mache ich das natürlich wieder mit Sekundenkleber. Und das nächste Mal ist nämlich jetzt hier das richtige Wort. Ich habe das Ganze natürlich nicht spiegelverkehrt gedruckt und somit ist mein Logo jetzt spiegelverkehrt, wenn ich es auf meine Werkstücke schlage. Das heißt, das Ding kann ich leider nicht benutzen, also werde ich das Ganze nochmal runterschleifen und mein Logo nochmal neu reinschleifen müssen. Naja, solche Fehler passieren halt auch dem Besten. Egal. Es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht und es war eine schnelle Geschichte. Ich glaube, ich habe hier eine Stunde dran geschliffen, wenn überhaupt, und war dann schon fertig. Er müsste jetzt nur wärmebehandelt werden und dann wäre er einsatzbereit. Von daher kann ich nur empfehlen, wenn ihr einfache Schlagstempel haben wollt, macht euch die einfach selber aus einer alten Autofeder. Und falls ihr euch wundert, warum ich so smooth Bewegungen hier im Video habe, ich habe mir einen Kameraslider selber gebaut, allerdings werde ich hier bei YouTube nicht darüber sprechen. Behind-the-Scenes-Geschichten findet ihr auf Instagram, also folgt mir da am besten auch. Ansonsten bleibt mir wie immer nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Schauen. Lasst doch einen Kommentar da, wenn euch das gefallen hat und einen Daumen nach oben. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal und betätigt diese doofe Glocke. Ich weiß zwar nicht, warum YouTube auf die Idee gekommen ist, aber macht's einfach, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ich habe mich gefreut, dass ihr bis dahin durchgehalten habt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Glenn.